Hallo und herzlich willkommen zurück zu Asterix und Obelix XXL 2. So, wir haben ja jetzt in den letzten drei Parts diese drei Kristalle da vorne angeleuchtet. Rot, Gelb, Grün in der Reihenfolge. Und dadurch jetzt ja hier diese, so dreht man die Kamera. Ja, diese Tür hier vorne geöffnet für uns. Ich glaube, ich sage das jetzt nochmal. Und haben somit diese Tür da vorne für uns geöffnet. So hört sich das doch viel besser an. Gut, und dann wollen wir doch mal gucken, was sich hinter dieser Tür für uns verbirgt. Okay, keine Zwischensequenz, aber erneut ein solcher dicker Riesen-Protzus, Riesen-Centurio, wobei der eher wie eine Mischung aus Gladiator und fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es gibt doch da irgendwie solche Figuren, die da so Art Hörner haben. Ich hab das doch letztens noch gesehen. Was gab es denn da? Naja, ich weiß es nicht. Na doch, irgendwo gibt es doch solche Riesenungetüme. Oder auch nur eins. Das so ähnlich oder so Hörner oder so ein Helm. Ich weiß es gerade echt nicht. Na, bevor ich jetzt hier lange rumrätsel, gucken wir doch mal, was hier zu tun gibt. Okay. Na, und warum ist das jetzt hier nicht so gegangen? Oh mein Gott. Na. So, dann probieren wir es eben noch einmal. So, mal gucken, ob wir jetzt hier ordentlich. Jawohl, den haben wir schon mal. So, hier brauchen wir ja jetzt nicht, aber hier müssen wir. Wunderbar, können wir wieder runter. Ah, hier müssen wir wieder hoch. Okay. So, hier runter, damit wir den noch kriegen. Und jetzt hier hoch. Wunderbar. Und hier wieder runter. Und hier nochmal hoch. Komm, den kriegen wir noch. Ja, wunderbar. Hey, besser hätte es ja gar nicht laufen können. So, nur warum das alles so gerubelt hat, das kann ich mir nicht erklären. Hat wohl ein bisschen was mit der Aufnahme zu tun. Ja, das ging jetzt hier viel besser. Das Ausfahren der Brücke. Komm, Asterix, spring runter. Gut, dann drehen wir doch mal die Ansicht. Ja, wollen wir doch mal gucken. Ja. Klar, da müssen wir wieder ihn drauf laufen lassen. Und dann irgend so einen Knopf aktivieren. Schätzungsweise. Ja, er führt sich auch wie Rumpelstilzchen. Und was war das jetzt? Kaputt gemacht. Drecksack. Mach's einfach kaputt. Gibt's das? Ich frage mich gerade. Ah, es könnte natürlich sein, dass ich hier. Komm, schieß mal. Ja, das ist auch kaputt gemacht. Ich glaube, da müssen wir drauf hinaus. Dass da diese Dinge. Oder. Ja, ich glaube jetzt langsam. Ja. Wo ist das nächste? Ist da nicht noch irgendwo eins? Ich muss mal kurz. Ah, da hinten. Ja, dann begeben wir uns doch mal dahinter. Ja, bin voll dran vorbeigelaufen. Gibt's das? So, mal gucken. Komm, schieß mal schön. Da, toll. Wo schießt der hin? Überall, nur nicht zu uns. Hey, brauchen wir überhaupt nicht auszuweichen. Auf, komm, schieß doch jetzt mal hier und treff. Also, meine Güte. Ah, immer nur diese großen. Ah, ja. Du wusstest doch. Da müssen wir ihn jetzt irgendwie gegenlaufen lassen, glaube ich. Dann locken wir ihn doch mal her. Komm, mein Guter.
Komm, put, 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 put. Komm. Komm, put, 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 put. Ja, was eine Lache. Yeah. Komm. Wo ist der Obelix? Den tun wir schnell mal hier ein Stückchen weg. Das ist ja echt, wie er da eben gelacht hat, der Gute. Meine Güte. Ist das eben hier blöd gelaufen da. So, jetzt müssen wir wieder diese drei Leuchtendinge. Oh, 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 komm hier, komm hier. Lauf einfach drüber, dann machst du es schon kaputt. Ne? Ja, wusste ich doch. Hat, gehen da irgendwo Markierungen an? So, da mir eben das Spiel abgeschmiert ist, müssen wir, starte ich jetzt hier nochmal neu. Ich habe die erste Linse von dem Typen schon kaputt gemacht und... Oh, 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 oh. Und da eben auch schon, ist jetzt ein anderes Auge, Leuchtdingens, Leuchtbausteinchen. Und, ja, das da hatte man vorhin, glaube ich, hat er von mir zuerst ausgemacht hier. So, schauen wir mal. Komm. Jawohl, wunderbar. So klappt es doch. Komm, jetzt muss ich hier doch mal... ich brauche eine andere Sichtweise der Dinge. Jawohl. Und zwar, hier muss ich hin. So. Ja, alles viel zu schnell. Komm. Ja, er hüpft noch einmal. Das ist doch wunderbar. Und schon wieder haben wir dieses Tal aktiviert. Wunderbar, jetzt müssen wir hier nur mal die Sache mal gebacken kriegen hier. Komm. Gleich drauf zu rutschen. Ja, wie er wieder lacht. Er lacht sich ins Fäustchen. Yeah, aber wir sind schlauer. Ey, komm her. Asterix, stell dich doch nicht vor dem seine Hände. Das ist nicht gut. Komm und zack. So, dann stellen wir uns gleich mal hier hin. Kann er doch gleich dieses Ding hier kaputt machen. Ja, wie er sich wieder ärgert hier. Wunderbar, das ist schon kaputt. Dann machen wir die anderen beiden auch noch schnell. Und dann wäre der Typ auch wieder erledigt hier. Es geht hier alles viel zu schnell. So. Na, das ist noch nicht, aber komm, das kriegt er jetzt kaputt. Der läuft gerade rüber und... Ja, wie ich sagte, läuft er einfach drüber. Und ja, wo ist das andere? Ah, ich krieg das ja hier immer hin, dass ich... Ah, da ist es. Ja, ich krieg das hier immer hin, dass ich gerade nicht da in die Richtung gucke, in die ich laufe. So, wunderbar. Wo bin ich? Ja, wo sind wir? Da sind wir. Und da müssen wir hin. Oh ja, und dann hätten... Ja, es geht hier so schnell, da haben wir den zweiten super mega Protzos Centurion auch schon wieder erledigt hier. Ja, lacht er wieder. Ja, denkst du, der macht doch jedes Mal denselben Fehler. Meine Güte, ist das eine hohle Nuss hier. Und tschüss, auf Wiedersehen. Oder besser, auf Nimmerwiedersehen. Weg ist er. Oh ja, da kann ich ja wieder Helme und so aufsammeln. Und da ist bestimmt der nächste Druide gefangen. So, wo sind dann hier die schönen Multiplikatoren? So, gehen wir da mal hin. Da kommt jetzt, da kommt sicher noch mehr. Ja, da kommt noch mehr raus. Wunderbar. Hey, alles aufsammeln. Schnell, schnell, schnell. Wie war's das schon, oder was? Oh, da sind noch. Yeah, her damit. Her damit. Willst du mir das wohl geben? Hier. So, und dieser noch. Oh, da kommen noch Schilde und lauter so ein Zeug. Okay. Na. Ich glaub da... Wüst. Blum, 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 blum. Ja, sammeln wir die da paar noch auf. Und dann... Doch, acht mal genug. Oh, sehen meine Augen da. 140.000 Helme. Und wo war denn jetzt diese Tür? Ah, da drüben müsste das sein. Ist es da? Ich gehe mal davon aus. Da gehen wir auf mal. Ja, doch, das, da ist die Tür.
Wo ist denn Asterix abgeblieben? Renn da schön mit Obelix. Ah, da kommen sie. Asterix, Nidelfix. Ja, ich renne jetzt hier mit Obelix weiter. Und da kommt eine Zwischensequenz. Hallo, Kerosin. Wie geht's? Gut. Das freut mich. Obelix und ich sind gekommen, um dich zu befreien. Gut. Ist dir irgendetwas Besonderes aufgefallen in Las Vegas? Nein. Tja, dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Obelix und ich werden unserer Wege gehen. Wir sind ja schließlich nicht von hier, wenn ich so... Danke. Gern geschehen. Hat mich gefreut, mit dir zu plaudern, Kerosin. Ja, sehr kräftiger Typ. Bravo, ihr könnt jetzt die Kombo Hingesteinregen einsetzen, wenn ihr Zauber dann getrunken habt. Die Tasten werden jetzt lauter Sprung, Hacken oder so ähnlich. Oder ist das für den Angriff? Keine Ahnung. Ah, ich werde es auf jeden Fall hinkriegen, wenn ich das einsetze. Und was haben wir hier? Ah, die Barriere verschwindet jetzt. Ja, das heißt so viel wie... Wir sind mit Luxor durch. Gut, und was haben wir hier jetzt? Hier haben wir natürlich wieder Baustellen, Schilder und Absperrung. Gut, ich würde sagen, nehmen wir uns doch ganz kurz noch die Zeit und laufen zurück. Das ist ja nicht weit, gerade durch diese Tür und noch ein Stück weiter. Na, wenn wir hier nicht durchgebeamt. Ich dachte, man wird hier durchgebeamt. Hey, das ist ja auch hier innen drin. Das ist ja gar nicht... Egal. Da war ja dieser... Genau. Ja, ich rede hier wieder in komischen Sätzen. Da war dieser geheime Durchgang, wo dann da ein Hinkelstein... Ach, na Quatsch, ein Diamanten drin war. So, jetzt können wir doch nur mal ein wenig schneller laufen. Mit Zauberantrank endlos, obwohl es doch gar nicht so viel schneller ist, wenn ich mir das hier so betrachte. Naja, egal. Und die Zeit ist gleich schon wieder um. Der Zaubertrank hält nicht lange. Aber wirklich nicht. Schon ist er wieder weg. Gut, hier sind wir. Und ja, gehen wir doch mal kurz da an. Vielleicht sehen wir da noch was in diesem WCW. Yeah. Ach, sag mal, Ladebildschirm und da müssen wir als nächstes durch. Okay, das dann im nächsten Part. Macht's gut und ciao.